Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich wurde früher öfters gefragt, Raphael, kann man deinem Kanal auch irgendwie Geld spenden für den Aufwand, den du hast? Ich habe das immer abgelehnt. Mir ist es eigentlich wichtiger, dass ihr die Videos anklickt und Kommentare schreibt, dass YouTube und der Algorithmus von YouTube sieht, okay, das sind interessante Videos, die sind es wert, dass die gut gelistet werden, weil die gucken die Leute gerne. Irgendwann habe ich mich erweichen lassen und habe eine Patreon-Seite gemacht. Den Link zur Patreon-Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort kann man einmalig Geld spenden oder man kann monatlich Geld spenden und das fängt bei 2 Euro im Monat an. Welche Vorteile hat man davon? Gar keine. Ich möchte es nicht, dass es hier irgendein Premium-Videos oder Premium-Content gibt. Alle Videos, die ich mache, findet man auf dem YouTube-Kanal. Schaut in die Playlisten, da habe ich das ein bisschen sortiert, alles ist da. Und auch alle Unterlagen, die ich hier verwende, also die Studien, die ich zeige, die Partien, die ich zeige, die verlinke ich immer unten in der Videobeschreibung. Da hüpft ihr dann rüber auf Lichess, da könnt ihr das PGN runterladen, ihr könnt die in Lichess klonen, könnt ihr dann bei euch ergänzen, erweitern, ändern. Also alles für euch quasi. Und der einzige Vorteil, den die Patreon-Seite hat, ihr könnt direkter mit mir in Austausch treten. Ihr bekommt mit, woran ich gerade arbeite, also welche Videos ich gerade fertig gemacht habe, warum ich die Videos gemacht habe, was passiert, wenn ich selber Schach spiele. All die Informationen poste ich immer auf Patreon. Da kriegt ihr dann ein bisschen drumherum herum etwas mit. Und die Patrons haben auch Entscheidungsgewalt. Also ich mache dort Umfragen. Ich habe zum Beispiel jetzt das letzte Ligaspiel in der Bezirksliga gehabt. Deshalb sitze ich hier auch im Mannschaftstrikot vom SC Stetten. Und habe gefragt, soll ich diese letzte Partie der Bezirksliga auch zeigen? Und die Umfrage war positiv. Deshalb könnt ihr euch bei den Patrons bedanken oder ihr könnt sie verfluchen. Ich zeige euch also auch meine letzte Ligapartie jetzt. SC Stetten liegt am Flughafen Stuttgart. Stetten ist ein Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen. Damit ihr eine Idee habt, wo ich spiele. Wir hatten das letzte Spiel, hatten wir eigentlich schon. Das jetzt war eigentlich Runde 10, ein Nachholspiel. Und das war das letzte Nachholspiel, also die letzte Chance, noch mal etwas zu reißen. Leider hat es keinen Einfluss mehr gehabt, weil wir waren schon vorher abgestiegen. Gast bei uns war Leonberg 1. Leonberg ist eine Stadt vor den Toren Stuttgarts, Richtung Karlsruhe rausgelegen. Viel schöner, als es von der Entfernung aussieht. Lohnt sich wirklich, Leonberg mal anzuschauen. Und wir hüpfen mal rüber. Ich kann euch ein paar Fotos zeigen. Also wir hatten ein Heimspiel, haben wieder bei uns in der Festhalle gespielt, da haben wir viel Platz. Hier ist unser Brett 1. Der Jürgen ist eigentlich Brett 2 und da merkt er schon, oha, was war da wieder los? Also wir hatten wieder Ausfälle. Vor der Saison wurden die Mannschaftsstärken vom Verband schon von 8 auf 6 reduziert, um es den Mannschaften leichter zu machen. Wir hatten für diesen Spieltag tatsächlich mal 6 zusammen. Aber wie es so ist, leider Brett 1 hatte eine Verpflichtung, das passte zeitlich nicht. Deshalb ist Jürgen auf 1 vorgerückt und ich bin auf 2 vorgerückt. Also ich mache ja gerade das Foto, deshalb ist hier mein Platz leer. Was ein bisschen unglücklich ist, weil ich hatte mich auf Schwarz vorbereitet und an Brett 2 hatte ich Weiß. Ich werde also Weiß spielen und euch gleich die Partie zeigen. An 3 war Jonathan, an 4 war Markus, der steht hier. Und an 5 war Difu. Difo ist unser Jugendspieler. Warum war er wieder dabei? Weil unser Brett 5 krankheitsbedingt dann auch noch ausgefallen ist. Difo konnte einspringen. Spieler aus der zweiten Mannschaft können auch in der ersten spielen, aber nur dreimal. Und Difo konnte nochmal, zum Glück für uns. So hatten wir wenigstens 5. Ähnlich gebeutelt waren aber auch die Leonberger. Da fehlten die ganzen ersten 6 Bretter oder sowas. Die sind aber sehr stark und gleichmäßig besetzt. Die haben dann aber auch nur noch 5 Leute zusammenbekommen. Für Leonberg ging es auch um nichts mehr. Die konnten nicht mehr aufsteigen, die konnten nicht mehr absteigen. An Brett 1 spielte ein Spieler mit DWZ 1899. Mein Gegner hatte 1835 DWZ, ich selber 1772, also er war leichter Favorit. An Brett
Brett 3 spielte für Leon Berg ein 1620er. Brett 5 war ein Erwachsener. Hier ein Erwachsener ohne DWZ. Und hier ist unser Difo, spielte auch gegen einen Jugendlichen. Der Jugendliche hatte auch keine DWZ. Hier sieht man Jürgen, unser Brett 1 dieses Mal. Und hier nochmal kurzes Foto, damit ihr mal einen Eindruck habt, wie das so aussieht. Es gibt immer Spielbereich, das ist die Halle, und es gibt Turnierbereich. Turnierbereich ist dann auch alles vor der Halle, wo die Toiletten sind und so weiter. Wenn man nicht am Zug ist, kann man auch rausgehen, kurz an die frische Luft oder auf Toilette. Wenn man am Zug ist, darf man den Spielbereich nicht verlassen, also diese Halle. Ich habe die Fotos ja alle in der Halle gemacht. Also ich habe dann zwei, drei Züge gemacht und bin dann losmarschiert, habe ein paar Fotos gemacht, damit ihr das auch seht. Zusätzlich bin ich Pressewart vom SC Stetten und habe dann natürlich auch hinterher einen kleinen Artikel gemacht zum Spieltag, und da helfen solche Fotos natürlich auch. Ich hatte also Weiß, ich spiele D4. Ich habe am Anfang der Saison ziemlich auf die Mütze bekommen. Ich habe zwei Partien verloren, ein Remis. Dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, habe nicht gespielt und bin jetzt am Ende wieder eingestiegen und habe dann zuletzt zwei Remis und einen Sieg geschafft. Also nach dem Start der Saison, Herbst letzten Jahres, hätte ich 30, 40 DWZ-Punkte verloren, und durch die letzten drei Spiele habe ich das wieder aufgeholt. Ich bin also jetzt wieder so auf 0,0, obwohl ich sozusagen minus 1 stehe. Zwei Niederlagen, ein Sieg, den Rest Remis. Ich stehe minus 1. Meine Gegner waren aber im Schnitt alle besser. Ich spiele in der Mannschaft auch ein Brett höher. Wir haben noch einen Senior, der ist aber schon über 85. Der hat eigentlich eine höhere DWZ, spielt aber ein Brett weiter hinten. Und das haben wir einfach gemacht, weil für ihn das ein bisschen stressiger ist. Er will es ein bisschen lockerer haben. Und da haben wir gesagt, ich bin ambitioniert, ich möchte gerne gegen Stärkere spielen, weil ich mich auch weiterentwickeln möchte. Und haben gesagt, okay, Gerd, du spielst ein bisschen weiter hinten. Ich gehe an Brett 3. Und diesmal war ich ja sogar an Brett 2. Also, auch wenn es jetzt nicht mehr um den Klassenerhalt ging, für jeden Einzelnen ging es um viel, weil es geht um die eigene DWZ. So eine Liga wird ausgewertet nach DWZ wie ein Turnier. Nach der Saison bekommt man also eine neue. Und da ich mich jetzt wieder auf Null gekämpft hatte, wollte ich natürlich auf keinen Fall etwas verlieren. Mit einem Remis gegen einen stärkeren Gegner hätte ich sogar ein paar Punkte gewonnen. Mit einem Sieg könnte ich sogar die 1800 angreifen. Und das wäre ja sozusagen mein aktuelles Ziel, DWZ 1800 schaffen und mich dort etablieren. Und dann perspektivisch schauen, ob man die 2000 geknackt kriegt. Also für mich ging es um viel. Ich spiele D4, normalerweise käme hier D5 und dann irgendwie Damen, Gambit, ich vielleicht eher London oder Torre-Angriff, sowas. Es kommt Springer F6, jetzt ist E4 nicht möglich. Jetzt könnte ich in ein London gehen. Also das wäre jetzt das Londoner System. Hat man den Läufer schön außerhalb der Bauernkette. Allerdings der B2 ist immer ein bisschen schwach. Also wenn jetzt hier Schwarz so auf den losgeht, ja, dann muss man sich schon auskennen und dann hat man nicht so viel. Ich spiele also erstmal den Springer raus. Weiß macht die Tür auf. Das ist so typisch, wie es bei Nimzow oder Bogeendisch der Fall ist. Und jetzt kann ich natürlich hier wieder ins London gehen. So ist das auch die traditionelle Spielweise. Und habe jetzt wieder ein Londoner System. Dass ich das nicht gespielt habe, liegt nicht daran, dass ich London für schlecht halte. Es liegt einfach daran, dass ich jetzt angefangen habe, eher das Kolle-System zu spielen oder den Torre-Angriff zu spielen. Nicht, weil die besser sind, sondern weil ich mich weiterentwickeln möchte. Ich möchte andere Stellungen spielen, ich möchte andere Stellungen bekommen, andere Ideen spielen. Ich möchte nicht immer London spielen, um neue Sachen kennenzulernen, um mich auf lange Sicht auch verbessern zu können. Wenn man mehr am Anfang steht als Anfänger, dann hilft es einem schon, wenn man so immer die gleiche Struktur spielt. Die meisten Partien werden ja eh später gewonnen. Aber auch für Anfänger empfehle ich eher, spielt E4, E5. Da geht es schneller taktisch zur Sache und da lernt man mehr, weil man mehr verschiedene Stellungen kennenlernt. Und da ich hier natürlich ein bisschen ambitioniert bin und jetzt nicht verlieren möchte, probiere ich keine wilden Sachen, sondern mache kleine Schritte und erweitere mein Repertoire. Was nicht heißt, dass ich morgen einfach mal wieder in London raushauen könnte. Aber
Hier war jetzt der erste Punkt, wo ich nachgedacht habe, weil, wenn ihr euch erinnert, ich habe ja zwei Partien gezeigt, da hatte ich auch Weiß, da habe ich jedes Mal Torre-Angriff gespielt, weil mein Gegner nicht hier so in eine Nimzo-Struktur gespielt hat, sondern finkettiert hat. Und da habe ich beide Male Torre-Angriff gespielt. Jetzt wird das wahrscheinlich solch ein Aufbau werden und da passt sehr gut das Kolle-System. Und deshalb habe ich hier auf den Torre verzichtet, obwohl der Torre-Angriff hier auch gut wäre. Läufer B5, Läufer G5, das ist der Torre-Angriff, fesselt den Springer und der Springer kann jetzt eben nicht weg. Und jetzt hätten wir die Struktur. Und jetzt seht ihr auch, warum ich sage, die Systeme sind ähnlich. Torre, Kolle, London haben alle eine ähnliche Bauernstruktur. Bloß einmal steht der Läufer hier, einmal steht er hier, einmal bleibt er hinten. Das wäre der Torre-Angriff. Und da habe ich überlegt, soll ich jetzt Torre spielen? Morgens in den Kommentaren hat mir noch einer geschrieben, hau ein Kolle Zuckertort raus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese Struktur ist ideal, um ein Kolle-System zu spielen. Also spiele ich hier E3. Und das ist jetzt das Kolle-System. Und das hat den Nachteil, dass es den Läufer einschließt. Aber es hat den Vorteil, dass der Bauer gedeckt ist. Also jetzt sind hier irgendwo das alles sicher. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Und den entwickle ich später. Schwarz möchte hier den Läufer finkettieren, auf die Flanke stellen. Und ich baue jetzt hier mein Kolle-System auf. Und hier gibt es eine interessante Idee gegen das Kolle-System, das ich euch mal hier als Tipp mitgeben möchte. Das ist ja der Angriffsläufer vom Kolle-Spieler, von London-Spieler. Der guckt aus der Bauernstruktur raus. Und das ist so ein bisschen der Stolz des London-Spielers und vom Kolle-Spieler. Man hat hier eine interessante Remis-Idee für Schwarz, indem man Läufer A6 spielt und jetzt einfach den Abtausch erzwingt von diesem starken Läufer. Und dann nimmt man mal dem Kolle oder dem London-Spieler viel von seinem Angriffsspaß. Wie sollte man hier reagieren? Es ist schwierig, am Läufer festzuhalten. Man kann das schon versuchen, aber es ist so die Frage, ob es wirklich klappt. Wenn er hier jetzt schlägt, man kann da noch mal decken und so. Also es ist am einfachsten und doch am besten zu sagen mit Weiß, ich nehme ihn denn wirklich hier und gewinne jetzt ein Tempo auf den Springer. Ich entwickle also die Dame nach E2, wo sie schön zentral steht und greife gleich den Springer an. Und jetzt den mit der Dame zu decken, das wäre schon sehr komisch, kann man machen. Normalerweise geht hier Schwarz zurück. Und jetzt haben wir ein Tempo gewonnen. Es ist zwar unser Läufer weggetauscht, aber wir haben die Dame mit einem Tempo auf den Springer entwickelt und haben jetzt hier einen kleinen Entwicklungsvorsprung. Diesen Entwicklungsvorsprung könnten wir hergeben, indem wir sagen, okay, dann spielen wir doch jetzt auch einfach E4. Schwarz hat ja auch ein bisschen die Figuren hin und her ziehen müssen und haben hier ein schönes Vollzentrum. Oder wir machen hier einfach die Rochade und spielen ein ganz normales Spiel, eben ohne Angriffs- und Opferideen hier oben irgendwie. Das ist so eine Idee für Schwarz, hier abzutauschen, den Abtausch zu erzwingen und Weiß den schönen Läufer wegzunehmen. Er stellt aber hier den Läufer nach B7 auf die Flanke, da wirkt er gut, kontrolliert hier auch Felder. Ich entwickle den zweiten Läufer, die ganz typischen Ideen. Und jetzt könnte ich ins Kolle-System gehen. Also hier die Bauernstruktur aufbauen, die Rochade machen und dann irgendwann E4 vorbereiten, damit der Läufer doch wieder ins Spiel kommt. Das ist so die Idee vom Kolle-System. Tauscht sich eventuell ziemlich viel hier in der Mitte ab. Ich, wie gesagt, hatte morgens den Kommentar gelesen, hau ein Kolle Zuckertort raus und deshalb bin ich hier ins Kolle Zuckertort-System gegangen, mit der Idee, den Läufer selber auch zu finkettieren und nach B2 zu bringen. Der deckt jetzt einmal den eigenen Bauern, kontrolliert indirekt aber auch das Feld E5.
Und im Kolle und im Kolle-Zuckertod geht es immer viel um die Kontrolle dieser Felder. Und jetzt habe ich natürlich indirekt hier diese beide auf der Diagonalen stehen. Auch wenn sie blockiert sind. Aber es ist so eine Idee, dass man hier vielleicht schlägt und dann wirkt er hier oben auch. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Schwarz entwickelt. Ich auch, mache die Rochade. Läufer E7. Und jetzt kommt ein etwas seltsamer Zug von mir. A3. Was soll das? A3 ist ja jetzt schon wieder so ein Tempo, schon wieder so ein Bauernzug. Man sollte ja sich mehr um die Entwicklung der Figuren kümmern. Was soll das? Die Idee dahinter ist, ich möchte gerne mit der Dame nach E2. Da möchte ich hin. Und dann eventuell die Türme im Zentrum. Das ist so die grobe Idee. Bloß, wenn ich das jetzt so versuche, dann tauscht er mir einfach meinen schönen Läufer weg. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja meinen schönen hier Läufer behalten. Also spiele ich A3. Einfach nur, damit der Springer jetzt nicht hierher kann. Es ist ein bisschen langsam, aber wenn wir das jetzt mal schauen, oder hier schauen, dann habe ich 4 Figuren entwickelt und die Rochade gemacht. Und Schwarz hat 4 Figuren entwickelt. Ich habe also noch nicht einmal wirklich Entwicklungsrückstand. Natürlich habe ich hier so ein bisschen meinen Vorteil vielleicht weggegeben, aber ich stehe hier eigentlich immer noch ein bisschen besser, weil Schwarz auch recht langsam gespielt hat. Es sind eben auch viele Bauernzüge. Das ist selten, dass man das Kolle-System spielt oder Kolle-Zuckertort und sogar noch leichten Entwicklungsvorsprung hat. Hier war ich also schon sehr zufrieden und wir hatten gerade mal 9 oder 10 Züge. Ich bin rumgegangen, habe Fotos gemacht, habe was getrunken, habe einen Powerriegel gegessen, oder eine Banane gegessen erst, Powerriegel später, und hatte trotzdem noch mehr Zeit als mein Gegner. Also mein Gegner hat sehr langsam gespielt. Ihm war dieser Aufbau eben nicht so bekannt und hat ruhig gespielt. Er hat die Saison auch erst ein Spiel gemacht, mein Gegner, der Arthur. Vielleicht fehlt auch ein bisschen die Praxis, dass er so ein bisschen so eine gewisse Unsicherheit hatte und alles nochmal genau durchgedacht hat. Er hat sich also Zeit gelassen. Und da habe ich auch gedacht, okay, ist auch nicht schlecht. Und dadurch, dass ich die Systeme kenne, spiele ich in der Öffnung natürlich auch relativ schnell. So, jetzt kann ich Dame E2 spielen. Und jetzt habe ich überlegt, was macht er? Ich überlege mir immer auf die Zeit des Gegners, welchen Zug wird er machen und was mache ich dann? Oft treffe ich den richtigen Zug und kann dann fast schon sofort spielen. Und dadurch gewinne ich auch mehr wieder mehr Zeit auf der Uhr. Man hat hier 1,5 Stunden für 40 Züge, dann bekommt man nochmal 30 Minuten nach 40 Zügen. Aber er hatte hier schon eine halbe Stunde oder so. Also die Zeit lief wirklich runter bei ihm. Und ich war noch bei einer Stunde noch was, hatte nur ein bisschen was verbraucht, obwohl ich unterwegs war. Und anstatt die Rochade zu machen, was eben gut wäre, ich hatte mir überlegt, dann gehe ich hier rein mit dem Springer, schlägt er. Und das ist eigentlich, ja gut, ich will nicht sagen, dass es jetzt ein Fehler ist, es ist vielleicht ein strategischer Fehler. Dann im Kolle-System geht es eigentlich immer um die Kontrolle dieser Felder. Und er nimmt hier die Spannung aus dem Zentrum raus. Warum? Ohne Not. Und deshalb fand ich das nicht gut, weil ich beherrsche jetzt diese Felder. Er kann jetzt hier nichts mehr machen, also er kann nicht hier reinhüpfen. Weil den tausche ich einfach weg und habe sauberen Bauern gewonnen. Und auch die typische Idee, dass man hier E5 spielt, funktioniert nicht, weil den kann ich einfach schlagen und stehe hier sogar auf Gewinn jetzt. Also dieser Tausch nimmt die Spannung aus dem Zentrum und dadurch, dass ich die Dame hier stehen habe, schlage ich mit dem Bauern zurück und kontrolliere hier jetzt alles. Gut. Habe ich mich noch mehr gefreut. Also ich stehe super, bin sehr zufrieden, wie die Öffnung bisher gelaufen ist. Jetzt muss er ja mal die Rochade machen. Ich habe mir überlegt, er kann eigentlich nur die kurze Rochade machen. Und dann wäre ich wieder hier vorne reingegangen mit dem Springer. Und er zieht nicht. Er überlegt und zieht nicht. Und ich denke, will er etwa lange Rochade machen und sich hier auf die halboffene Linie stellen und dann gleich weiterlaufen? Kann doch gar nicht angehen. Und hier hat er mich wirklich überrascht.
Er zieht und spielt Dame F4. Und da war ich perplex, weil den Zug habe ich jetzt so eigentlich noch nie gehabt. Und mein Tipp an euch: Überlegt immer erstmal, was wäre, wenn der Gegner noch einen Zug hätte. Was würde er ziehen? So bekommt ihr raus, was ist die Idee? Was will er machen? Was soll der Zug? Überlegt immer erstmal, was droht er? Was ist, wenn er jetzt nochmal ziehen könnte? Und so kriegt ihr seinen Plan raus und könnt ihn vereiteln. Und ich habe mir gedacht, okay, was soll die Dame hier vorne? Er will verdoppeln auf der Diagonalen. Und dann hier vielleicht mit Matt drohen und hier vielleicht irgendwie reinschlagen noch oder sowas. Das ist seine Idee. Deshalb hat er die Dame nach vorne gespielt, um sozusagen nicht hier den Läufer vor der Dame zu haben, sondern um die Dame vorne zu haben und auch immer mit einem Matt zu drohen. Also habe ich mir überlegt, okay, damit dieser Springer nicht immer irgendwie hier an diesen Bauern gefesselt ist, um den zu decken, spiele ich den Turm rüber. Was ist meine Idee? Er kam jetzt tatsächlich hier und macht ein bisschen Druck. Also noch ist alles gedeckt, also ich muss eigentlich gar nichts machen. Aber jetzt ist die Idee, jetzt gehe ich mit dem Springer rüber. Und das ist so eine typische Springerwanderung, wie man sie zum Beispiel aus der spanischen Öffnung kennt. Und da sieht man eben auch, wie verschiedene Öffnungen ähnliche Ideen sich teilen. Und wenn man sich auf die Ideen konzentriert von der Öffnung, dann kann man das kombinieren. Dann kann man in einer ganz anderen Öffnung Pläne, Ideen aus einer anderen aufgreifen. Und das habe ich hier getan mit dieser Springerwanderung. Der Springer deckt jetzt den Bauern und der Springer kann gleichzeitig hier nach G3. Das war jetzt die Idee. Er spielt den Turm rüber. Jetzt weiß ich, okay, lange Rochade wird er nicht mehr machen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie viele Felder hat eigentlich noch diese Dame? Diese Dame hat tatsächlich nur noch dieses Feld, wo sie hin kann und dieses. Kann ich vielleicht diese Felder wegnehmen und die Dame fangen? Da war ich dann aufgeregt. Was ich mir überlegt habe, ist H3 zu spielen. Aber dann kann ich ja auch gleich telegrafieren, was ich vorhabe. Also das ist zu plump. Deshalb habe ich Springer G3 gespielt. In der Hoffnung, dass er jetzt die Rochade macht. Und wie kann ich jetzt die Dame gewinnen? Mit dem Läufer kann ich sie angreifen. Die Dame hat nur noch ein Feld. Und jetzt kommt der Bauer. Und jetzt hat die Dame kein Feld mehr. Aber ich gewinne sie trotzdem nicht, weil er kann noch meine Dame angreifen. Jetzt kann ich sie aber einfach wegnehmen und jetzt habe ich eine Figur gewonnen. Ich verliere hier zwar noch einen Bauern, aber ich habe eine ganze Figur für zwei Bauern. Und meine Figuren sind gut. Also die Läufer sind super. Die Türme können hier ins Zentrum, also meine Figuren sind gut. Mein König ist sicher. Das passt. Also das wäre eine gewonnene Stellung. Die zwei Bauern sind viel zu wenig hier für die Figur. Aber ja, schade, man hat ja mal hoffen dürfen, nicht? Also er zieht sich zurück und hat dadurch natürlich auch wieder eine Fluchtmöglichkeit für die Dame. Und jetzt ist die Frage, wie ich fortsetze. Wenn ich hier reingehe, dann ist der zweimal angegriffen und nur noch einmal verteidigt. Ich habe mir also überlegt, okay, erstmal die Dame vertreiben. Dame geht zurück. Bloß was mache ich jetzt? Also so ein bisschen die Idee war, gehe ich einfach wieder zurück und decke den Bauern wieder, weil der ist immer jetzt so ein bisschen schwach. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich jetzt auch nicht irgendwie eine Zugwiederholung wollte, irgendwas Komisches. Ich bin also vorgegangen. Und hier hat er wirklich überlegt, soll er jetzt den decken oder sowas oder auf die mit dem König vielleicht decken, denn dann ist ja alles hier, sind ja überall Fesselungen. Er greift meinen Läufer an. Und ich schlage hier. Und da gehört schon ein bisschen Mut zu, weil jetzt hat er hier einmal eine offene Linie für seinen Turm. Er hat Dame und Läufer auf der Diagonalen hier drauf. Und er hat diesen Bauern, der vormarschieren kann und meinen Springer vertreiben. Also das sieht jetzt sehr, sehr gefährlich aus. Das muss man sich denn schon gut überlegen. Ich hatte es mir gut überlegt. Denn ich hatte hier einen starken Zug parat. Ihr könnt ja auch mal Pause machen. Was ist jetzt die Idee? Wenn ich noch ein paar Tipps geben soll, der wird jetzt keine Rochade machen, sondern hier bleiben. Ich habe hier schon zwei Figuren, die auf ihn drauf gucken. Linien öffnen. Ich zeige es.
C4 ist der starke Zug. Und hier stehe ich jetzt wirklich klar besser. Der Computer wird hier irgendwas mit 1,5 oder 2 oder irgend sowas zeigen. Also das wird jetzt schon hier langsam knifflig für Schwarz mit dem König in der Mitte. Und ich bin einfach schneller. Ich bin schneller als irgendein Angriff, der von ihm hier ins Rollen kommt. Er schlägt, ich schlage zurück und meine Idee ist immer hier die Mitte aufzureißen mit dem Bauernvorstoß. Die zwei nennt man übrigens hängende Bauern, weil die keine Bauern daneben haben und immer wenn sie vorrücken, hängt einer hinten und wird nicht durch einen Bauern gedeckt. Hängende Bauern sind manchmal so ein bisschen schwierig zu manövrieren und man braucht oft eine Figur, um sie zu unterstützen. Aber die sollen auch bloß die Linien aufreißen, mehr sollen die nicht. Länger müssen sie nicht durchhalten. Und hier überrascht er mich wieder. Jetzt kommt er tatsächlich wieder mit der Dame rein. Also, das war schon seltsam. Aber mein Gegner hatte hier schon jetzt eine Stunde Zeit verbraucht. Er ging hier schon auf unter eine halbe Stunde Bedenkzeit. Und wir sind gerade mal Zug 19. Er muss 40 Züge schaffen. Er hatte jetzt schon eine Stunde gebraucht. Er muss also ab jetzt doppelt so schnell spielen. Und da war ich mir natürlich zuversichtlich, weil die Uhr zählt auch. Und ich versuche dann auch Druck über die Uhr zu machen. Weil irgendwann kommt dann ein Patzer, wenn er dann plötzlich unter 5 Minuten ist und nur noch zieht, dann kommen natürlich Fehler rein. Und ich habe dann zur Not im Endspiel viel mehr Zeit. Also man, nach 40 Zügen kriegt man dann ja noch eine halbe Stunde extra. Und wenn man dann ein kompliziertes Endspiel hat, dann habe ich die Zeit, dass ich mich da wirklich reinknien kann. Und der Gegner nicht mehr, der muss dann so ein bisschen mehr aus dem Gefühl spielen. Das ist ein Vorteil. Hier ist jetzt der immer ein bisschen schwach. Und wenn ich irgendwann mal hier Dame B2 gespielt hätte, dann würde ich wirklich sehr gut stehen. Ich habe mir aber gedacht, ich kann diesen Bauern gewinnen mit Schach, indem ich die Dame angreife. Ich habe hier überlegt, okay, er könnte natürlich auch hier schlagen und meine Dame angreifen. Aber ich schlage, er schlägt und jetzt kann mein Springer zurückschlagen und jetzt habe ich sauber eine Figur gewonnen. Also das wäre für mich gewonnen, das klappt nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, der kann nur zurückgehen, er geht auch zurück. Und jetzt sollte ich diesen Bauern erstmal irgendwie decken. Zum Beispiel die Dame nach vorne geht, Dame B2 geht. Ich habe mir aber gedacht, okay, das habe ich mir auch überlegt, das ist auch witzig. Ich hatte den Zug überlegt und habe mir gedacht, okay, wenn er jetzt hier vorgeht, das wäre ja schön. Ja, aber das klappt dann gegen 1800er Gegner, klappt sowas leider nicht mehr. Also er würde einfach mit dem König rübergehen und dann steht mein Springer hier dumm rum. Aber solche Züge überlegt man dann auch. Man überlegt die Kandidatenzüge, Schlagzüge und Schachs. Und ich habe dann gesagt, okay, das Schach kann ja nicht schlecht sein. Ich habe einen Bauern gewonnen. Bloß jetzt haben wir 21 Züge und jetzt wird es nur noch einen Zug geben und danach ist die Saison für mich zu Ende. Also hier stehe ich klar besser. Weiß aber nicht richtig warum. Und hier bin ich jetzt irgendwie, hier gab es eine Blockade bei mir. Hier wusste ich plötzlich nicht weiter. Mein Plan war ja die ganze Zeit, D5 zu spielen. Die Mitte aufzureißen. Das war meine Idee. Die hatte ich die ganze Zeit. Bloß, was ist jetzt das Problem? Er kann jetzt ja einfach meinen Springer schlagen. Und jetzt habe ich eine Figur weniger. Nun gut, ich habe mir gedacht, ich habe hier einen Schach, aber dann geht er einfach zurück. Und wenn ich hier schlage, dann ist der König hinter seinen Bauern super, er hat zwei Läufer. Mist. Ich habe diese Stellung im Kopf gesehen und habe gedacht, Mist, ich habe ja gar nichts. Seht ihr hier noch einen guten Zug? Macht ruhig mal Pause, es gibt einen. Gibt sogar zwei, aber ja, den habe ich nicht gesehen. Es ist eben, ich bin ja in dieser Stellung hier und überlege mir das jetzt im Kopf, was ich mache. Und habe mir diese Stellung im Kopf überlegt, aber habe hier nicht den Gewinnweg gesehen. Es gibt hier aber einen starken Zug für Weiß. Ob er gewinnt, ist eine andere Frage. Aber der Weiß einen Vorteil bringt, ich zeige ihn jetzt, vielleicht habt ihr ihn gefunden. Turmopfer. Weil jetzt kann die Dame eindringen. Und das ist jetzt unangenehm für Schwarz. Weil
Der Turm ist angegriffen, der Springer ist angegriffen, Weiß holt sich Material zurück, der König steht unsicher, hier steht Weiß besser. Und das Turmopfer habe ich nicht gesehen. Wenn man mir diese Stellung hier geben würde, als Lichess Taktikaufgabe, dann würde ich drauf kommen. Aber im Spiel, in dieser Stellung, habe ich es nicht gesehen. Was ich allerdings gesehen habe, was noch ein Problem ist an D5, er hat hier noch einen viel besseren Verteidigungszug. Er muss ja gar nicht hier den Springer schlagen. Er kann auch einfach meine Dame angreifen. Ja gut, dann sagt ihr, den kann ich da wegnehmen. Was soll denn das? Ja, was soll das? Matt gehen möchte man ja nicht unbedingt. Der Springer hat ja eine Aufgabe. Der Springer ist gebunden an diesen Bauern. Und da war ich denn wirklich frustriert. Da war ich irgendwie aus meinem Gleichgewicht raus. Mein Zug, den ich die ganze Zeit spielen wollte, D5, funktioniert nicht. Und in solch einem Moment sollte man sich vielleicht einfach mal rausnehmen, sollte vielleicht einfach mal was trinken. Man könnte auch mal aufstehen und sich auf die andere Seite vom Brett stellen. Man sollte sich auch vornehmen, die Uhr angucken und sagen, okay, ich habe so viel Zeit, er hat so viel Zeit, jetzt nehme ich mir wirklich mal 10 oder 15 Minuten, das ist eine kritische Stellung und dann investiere ich die Zeit, egal was, und schaue es mir an. Und das habe ich nicht gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch dann so ein bisschen meine fehlende Routine oder die fehlende Erfahrung in solchen Partien, wo ich mich einfach verbessern muss. Nun gut, ich habe weiter überlegt und bin tatsächlich im Kopf auf den besten Zug gekommen. Das ist der Gewinnzug in dieser Stellung. C5 sieht unnatürlich aus. Ich bin drauf gekommen, habe ihn durchgerechnet. Warum ist das jetzt so gut? Ich greife die Dame an. Gut, er schlägt. Ich greife wieder die Dame an. Die Dame holt sich den Bauern. Und jetzt gehe ich rüber und decke meinen Springer und greife gleichzeitig hier oben den Läufer an. Und das hatte ich durchgerechnet. Und das ist laut Stockfisch 2 noch was plus 3. Also im Grunde gewonnen. Ich habe diese Stellung im Kopf gesehen. Ich habe nicht verstanden, dass das gewonnen sein soll oder gut sein soll für Weiß. Ich habe im Kopf habe ich diese zwei, das Läuferpaar gesehen. Ich habe gesehen, dass hier irgendwie der Weg zu meinem König ist. Ich habe nicht verstanden, dass das gut für mich ist. Wir können mal ein paar Züge machen, um zu sehen, warum es gut ist. Also, was ist... Also sagen wir mal einfach mal, der Läufer bringt sich in Sicherheit. Dann können wir uns jetzt zurückziehen mit dem Springer, drohen hier mit der Dame reinzukommen, die Türme kommen rüber, die Dame steht hier, wird angegriffen. Alle weißen Figuren sind aktiv. Und deswegen ist das gut. Stockfisch überbewertet solche Aktivitäten ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich es deshalb auch nicht wirklich verstanden in meiner Vorstellung, dass das so gut ist. Ich habe im Grunde hier aufgehört zu überlegen und habe gesagt, okay, das kann jetzt eigentlich nicht so gut sein. Ich muss hier krampfhaft auf meinen Springer aufpassen. Den bringt er locker in Sicherheit. Ich habe auch gedacht, er kann den ja auch vielleicht mit dem Turm decken. Bloß das ist natürlich jetzt noch besser für Weiß. Warum? Seht ihr? Dame angegriffen, Turm angegriffen. Ja. Deshalb ist Visualisierung wichtig, weil man ist ja an dieser Stellung, dass man wirklich lernt, vorauszudenken und dann auch eine Stellung zu beurteilen. Und ich habe den Zug gesehen, ich habe ihn durchgerechnet, aber ich habe ihn hier falsch eingeschätzt. Das Beste für Schwarz ist hier, den Springer nach A5 zu spielen, um den Läufer zu decken. Aber selbst dann, ich kann den Springer rüberbringen, die Dame angreifen, ich kann den Turm auf die offene Linie bringen und die Dame angreifen. Also ich bin trotzdem im Angriff und mein König ist sicherer als seiner. Ja, schade. Das wäre der Siegzug gewesen. Ich habe es nicht gesehen und habe hier dann gedacht, okay, er war nur noch bei 23 Minuten auf der Uhr. Hätte hier noch 18 Züge finden müssen, bis so Zug 40, wäre sicherlich unter Druck gewesen. Habe gedacht, okay, halt es kompliziert, greif was an und... Hab einfach gepatzt von plus 3 auf minus 1,5 innerhalb eines Zuges. Was habe ich gespielt? Ich habe Springer
e4 gespielt. Und das wirft den ganzen Vorteil weg. Warum? Weil er jetzt den Bauern schlagen kann. Und hier hat mein Gegner sozusagen das erste Mal in der Partie aufgeatmet, durchgeatmet und sofort Remis angeboten. Und ich habe meinen ganzen Vorteil weggepatzt und kann dieses Remis-Angebot nicht ablehnen. Ich habe wirklich noch 5 Minuten nachgedacht, habe gesagt, okay, wie ist es denn? Ich schlage die Dame. Er schlägt meine mit Schach, gewinnt jetzt den und jetzt habe ich hier zumindest noch irgendwie einen Schach. Aber er geht einfach wieder zurück, hat das Läuferpaar, Bauern sind wieder ausgeglichen. Da steht Schwarz hier besser. Ich glaube schon, man kann es auch anders machen. Man muss ja gar nicht mit dem König schlagen. Man kann ja auch hier einfach mit dem Läufer schlagen. Ich glaube schon, dass ich diese Stellung noch halten kann. Ich hatte ja viel mehr Zeit auf der Uhr. Kompliziertes Endspiel. Da wird er Zeit brauchen. Aber ich kann sowas niemals gewinnen. Ich kann es mit viel Geschick und Glück Remis halten. Hab dann aber wahrscheinlich bloß 2-3 Stunden rumgekämpft. Und hab nirgendwo wirklich die Aussicht, noch zu gewinnen. Und deswegen musste ich sozusagen hier das Remis annehmen, das er angeboten hat. Ja, sozusagen der letzte Patzer der Saison. Immerhin noch ein Remis. Wie stand es an den anderen Brettern? Unser Difo hat am Brett 5 tatsächlich gewonnen. Sein Gegner hatte zwar keine DWZ, aber trotzdem gewonnen, hat er toll gemacht. Wir führten also mit einem Punkt. Als nächstes hatte ich das Remis hier. Als nächstes hatte Markus an Brett 4 das Remis. Und dann liefen noch 2 Partien. An Brett 3 leider denn verloren. Es war also wieder ausgeglichen. Und es lief nur noch Brett 1 unser Jürgen. Und Jürgen hat die ganze Saison nur auf die Mütze bekommen. 6 Spiele, 5-mal verloren. Hat massiv DWZ verloren. Hat sehr unglücklich verloren eigentlich immer. Hatte immer Chancen auf ein Remis oder auf einen Sieg und hat es weggegeben. Und ausgerechnet hier am letzten Spieltag gegen Leonberg an Brett 1 spielen, hat er ein Glanzendspiel hingelegt. Mit Bauern gegen Läufer, gegen Bauern mit Springer gewonnen. Wie so ein Bobby Fischer, so ein typisches Bobby Fischer Endspiel hat er gemacht. Hat bewiesen, dass der Läufer stärker war. Und das haben wir ihm alle gegönnt, haben uns groß gefreut. Und es brachte uns den 3:2 Sieg. Und damit rückten wir in der Tabelle. Hier ist die Tabelle, vor auf den vorletzten Platz. Also wir haben am letzten Spieltag sozusagen noch Afalterbach 1 überholt, sind Vorletzter geworden und trotzdem abgestiegen. Damit verabschieden wir uns von der 6. höchsten Spielklasse, gehen in die 7. höchste, in die Kreisklasse runter nächste Saison. Zuffenhausen ist aufgestiegen in die Landesliga, Glückwunsch. Der Abstieg ist für mich unangenehm und dumm, wie so ein Abstieg eben ist, weil ich wollte ja gerne gegen stärkere Gegner spielen. Ich hatte diese Saison einen Gegnerschnitt von 1840 oder sowas, genau da, wo ich hin will. Starke Gegner, die möchte ich spielen, ich möchte mich weiterentwickeln. Und jetzt in der Kreisklasse wird es natürlich schwächere Gegner geben. Und da ist es natürlich schwierig. Wenn man da mal verliert, verliert man auch viel DWZ. Und wenn man gewinnt, gewinnt man nicht so viele DWZ. Stichpunkt DWZ. Die Liga wird auch ausgewertet wie ein Turnier. Und auch wenn ich jetzt minus 1 hatte über die Saison, meine Gegner hatten einen Schnitt von 1840. Ich habe eine Leistung gespielt von 1788 und dadurch ist meine DWZ gestiegen von 1772 auf 1776. So hoch war ich noch nie. Also ich spiele jetzt ja auch noch nicht so lange vereinsmäßig. Meine erste DWZ war hier 1451, 2017 und jetzt bin ich sozusagen karrierehoch bei 1776 angekommen und werde versuchen, die 1800 zu knacken und mich dort bis nächstes Jahr zu etablieren. Und dann schauen wir weiter, wie es weiter hochgeht. Aktuell bin ich zufrieden. Es geht nicht so schnell, wie ich mir es gewünscht hätte. Ich hatte hier die Chance zu gewinnen, habe es nicht gepackt. Ist blöd, wenn man mit so einem Patzer die Saison beendet. Aber DWZ ist nicht runtergegangen. Als Mannschaft hat man nochmal einen Sieg gefeiert. Ja, dann ist es auch irgendwie okay. Gut, damit Grüße an meine Patrons, ihr seid die Besten und Grüße an alle anderen. Schreibt mir
kritische Worte in die Kommentare oder lobende Worte oder tröstende Worte. Ich bin nicht wirklich traurig, war schon okay. Schön, dass ihr bei diesem langen Video durchgehalten habt. War jetzt ja das letzte Spiel dieser Saison. Es geht dann erst wieder spät im Herbst wieder los. Also jetzt ist mal ein bisschen Ruhe. Link zur Patreon-Seite unten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.